Werden wir die Wüste überleben? Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Sandwalkers, einem Taktikspiel. Man könnte auch sagen, es ist ein Roguelike Turn-Based Exploration Game. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt gemeinsam. Das Ganze ist eine Kooperation mit den Freunden von Goblins Publishing und ich baller mal rein. Ich glaube, es gibt direkt auch eine schöne Intro-Sequenz. Deswegen starte ich das Spiel mal jetzt erst, damit ihr nichts verpasst. Wir werden durch die Wüste marschieren mit diversen Fantasiegestalten und müssen zum einen die harten Gefahren der Wüste überleben und zum anderen müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass das Spiel nicht abstürzt. Beziehungsweise warte. May our experience serve you well, for it is now you. Jetzt geht's los. The 14th caravan, who are tasked with continuing the work of the Makar. Escort your botanist to the ends of the world. Create a new haven that the caravan that follows you may go even further. And continue our quest for knowledge that will one day allow the 15th, the 16th, the 100th to repair the ancient folly that made this world hostile to life. Ich mag total das Artwork, also wie das gezeichnet ist, wie die Welt gemalt ist. Das sieht wirklich wunderschön aus. Ich mag das. Erinnert so ein bisschen auch an die 90er, ne? So, wir machen mal einen neuen Durchlauf. Ich hatte es schon mal getestet. Ja, wir machen einen neuen Durchlauf. As one Makar proverb says, for newborns the sun has always existed. They do not know it only just appeared. For us, the expanse of chaotic weather known as the Fithi has always existed. Yet it is only 3 centuries old. That is enough, however, to forget the pleasant weather of antifithic legends, the shade of Umama, mother of all trees. To recover this mythical past, the Makar tribe sent caravans into the Fithi on a one-way trip east. It was their foolhardy hope that the lost Umama be found, as only Umama could restrain the Fithi. Ich mag, wie er Fithi gesagt. The Fithi. So. Stell dir vor, Weisheit vom Winde verweht. Ich meine, es ist eine Schlange, ne? Ich könnte es auch so ein bisschen, stell dir vor, Weisheit vom Winde verweht. Zeit, die alles auslöscht. Aber ich glaube, das ist zu viel Text, als diesen Schlangensprech durchzuziehen. Deswegen lese ich das normal vor. All das verlorene und ausgelöschte Wissen. Ich spreche von uns, unseren Körpern, unserem Verstand, unserer Welt. Werden wir vom Riesen aus alter Zeit unterstützt? Nein. Denn wir sind es, die sie in die Zukunft tragen. Oh, wie schwach sie doch sind. Zerbrechlich wie Kristalle, zart wie die Flügel eines Schmetterlings, unscheinbar wie ein Rinnsal in der Wüste. Höre die Geschichte von Talula, der Botanikerin der 7. Karawane. Nimm dieses Wissen an und verfeinere es. Denn dann gibt es aufs Neue weiter, auf dass es sich auf dem sanften Gefälle der Existenz seinen Weg bahnen möge. Das ist schon sehr spirituell. So. Kurz nach Beginn ihrer Reise wurde die siebte Karawane von einem Sturm überrascht. Von ihren Gefährten getrennt, suchte Talula Zuflucht, wurde aber vom Sand begraben. Als der Sturm sich legte, kehrte sie zurück und hatte die wenigen Ressourcen, die sie hatte, verbraucht. Vorräte sind für das Überleben von Karawanen entscheidend. Talulas Vorräte sind aufgebraucht. Sie ist in Gefahr. Hier oben sieht man das. Starving. Starving Alert. Starving Alert. Jeder Zug kostet Vorräte. Wenn die Karawane keine Vorräte mehr haben, wird stattdessen ihre Gesundheit verbraucht, was in eine Tragödie münden könnte dann. Hier sehen wir dann unsere Lebenspunkte, der rote Balken. So, das ist unser aktuelles Questziel. Der Kompass zeigt es in gerader Linie an, allerdings ist er abhängig von deinen Informationen ungenau oder er wird gar nicht erst eingeblendet. So, jetzt können wir uns ein bisschen der Karte widmen. Also, das ist hier diese Wüstenlandschaft, diese wunderbaren Hexagon,
1, 2, 3, 4, 5, 6 Hexagonfelder. Und das hier ist unser Charakter. Das ist ja diese Kobra, ist es ja, glaube ich, ne? Oder Viper, Natter, Klapperschlange. Und ja, ich mag diesen Artstil. Und das sind jetzt hier so die Wege, die wir gehen können. Und je nachdem, welchen Pfad wir uns bahnen, kostet das halt mehr oder weniger ja, Bewegungspunkte sozusagen. Über so einen, wenn ich über so einen Felsen marschiere, ist das ein bisschen anstrengender. Wir wollen aber hier zu diesem Ausrufezeichen und versuchen mal auf direkten Wege dahin zu kommen. So, jetzt seht ihr, wir sind richtig hungrig und machen das hier nicht mehr lange mit. Aber hier ist ein leckerer Kaktus. Und der ist schmackhaft und wird uns das Leben retten. Der Feigenkaktus. Einige Kakteen sind essbar. Dieses Grundwissen ist für das Überleben der Mkar-Karawane entscheidend. Kaktusfeigen schmecken zwar nicht besonders, aber die Karawanen, allen voran Talula, wussten, dass sie nicht viel erwarten durften. Ja. So, let's go. Schaffen wir es? Und yes. Ja, das machen wir. Zack. Und jetzt sind wir voll, aber wir können trotzdem den nächsten schmackhaften Snack hier nochmal mit eintüten. Und von da weitersehen. Wie heißt das Spiel? Fragt Aro. Das Spiel heißt Sandwalkers. Ist ganz neu gestern rausgekommen. Und du kannst auch einfach, oder ihr alle könnt das machen, über den Chat-Link bzw. über die Grafik bei mir im Infobereich auf Twitch einfach mal draufklicken und euch das angucken. Und es gibt einen Rabatt nur heute von 10%. Es kostet eigentlich 19,99. Und es gibt heute noch einen Rabatt, 10%. Da könnt ihr also mal schön zuschlagen, wenn euch das gefällt. Also ich glaube, der Turm gibt uns ein bisschen Karte frei. Genau. So, wir nehmen einfach alles hier mit, was es Essbares gibt. Nach langer Wanderschaft erreichte Talula schließlich das Sandmeer, in dem sie von ihrer Karawane getrennt worden war. Die Erzähler ihrer Kindheit hatten stets über das vorphilitische Legenden über das Sandmeer. Entschuldigung, was? Nochmal. Die Erzähler ihrer Kindheit hatten über stets vorphilitische Legenden über das Sandmeer erzählt. Okay, das vor langer Zeit vollständig mit Wasser bedeckt war. Der Legende wurden die Muscheln, die einst am Grund des Meeres lebten, über die Jahre zu Sand gemahlen. Oh, ein Muschelmeer. So, die Bewegungskosten der Karawane basieren auf dem Geländetyp, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Und manchmal ist so ein Umweg ein bisschen sinnvoller. Zum Beispiel über die Dünen kostet hier 10 Vorräte, über eine Düne zu marschieren. Und über die Wüstenlande kostet nur 2. Also da sollte man den Weg ein bisschen planen. Wir snacken natürlich, obwohl wir sind erst bei 3. Wir snacken in jedem Fall mal hier leckeren. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir gehen. Das hier kostet 10, das wäre... Ich weiß gar nicht, ob wir gegen den kämpfen müssen, gegen den Freund hier, oder ob wir den auch aufessen dürfen. Da müssen wir in jedem Fall hin. Ich kämpfe mal nicht gegen den. Ich bin ja ganz allein und erschöpft. So, jetzt gehen wir nicht darüber. Oh, warte mal, der kostet... Ach doch, der kostet auch nur 2. Der ist gar nicht teuer, das habe ich gerade falsch gelesen. So, dann gehen wir erstmal hier zum leckeren Kaktus. Jetzt haben wir wieder voll oben hier, vollste Ration. Und jetzt gehen wir hier hin. Ist das der beste Weg? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Überreste der 7. Karawane. Talula war nicht überrascht. Konnte sich einer gewissen Enttäuschung aber nicht erwehren. Allerdings war die Hoffnung auf das Unmögliche der Antrieb aller Karawanen. So, jetzt durchsuchen wir die mal. In der Wüste durfte man nicht zimperlich sein, also raffte Talula die bescheidenen Reste der Fracht zusammen. Jetzt haben wir hier so einen Health Potion bekommen. Als Talula betete, glaubte sie, den Sand wimmern zu hören. Gelegentlich konnte man das Klagen der Dünen hören, aber dieser Gedanke verblasste, als sich etwas aus dem Sand erhob. Der Protektor hatte überlebt. Ja, da ist er. Die Karawane wurde von ihrem Glauben an ihre Mission zusammengehalten. Insofern ist Hoffnung eine wichtige Ressource. Sinkt sie auf Null, löst sich die Karawane auf und verfolgt ihre Quest nicht weiter. Das hier oben. Viele Situationen können Hoffnung machen oder rauben. Ferner können verschiedene Hoffnungsstufen Buffs, Debuffs und besondere Ereignisse bewirken. Ja, also hier ist unsere Hoffnung. 50% Shield Increase.
In very positive events, all reputations plus 2. Also die Hoffnung sieht gut aus, ist grün. Grün ist die Hoffnung. Und wir sind sogar enthusiastisch sind wir sogar. Ist das auch gut. Okay, jetzt sind wir zu zweit unterwegs. Wir haben unseren Freund, den Elefanten. Hier, Kamongo, Oriflan Protector, dabei. Gehen jetzt aber erstmal Richtung Brunnen, um unsere Vorräte aufzufrischen. Hier müssen wir hin zu diesem Ausrufezeichen. Leider werden wir hier diese verdorbenen Kakteen nicht essen können. Oder werden wir die essen können? Benötigt Mazarat. Vertrocknete Opuntil. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das snacken können. Ich glaube eher nicht. Jede Karawane hat einen Zauber, den er in der Erkundungsphase wirken kann. Hast du einen Zauber gewirkt, musst du in einer Stadt rasten, um ihn wieder zu erlangen. Setz ihn also weise ein. Okay, also wir haben zwei Zauber hier. Das eine ist Frühling des Lebens. Und damit können wir trockene Felder wieder düngen. Und das andere ist Schilde bereit, stärkt den Schild aller Mitglieder der Karawane. So, jetzt haben wir hier zwei Situationen. Das eine ist halt diese Hornisse oder Sandwespe oder was auch, was steht da, was ist es? Ein Riese einfach nur. Und gegen die müssen wir jetzt ja kämpfen, aller Voraussicht nach. Das heißt, dieser Schildzauber wäre ja schon mal ganz sinnvoll. Allerdings sind hier auch diese drei Kakteen. Und ich frage mich gerade, ob man eventuell mit Frühling des Lebens, da kann man ja Pflanzen mit düngen, ob ich da vielleicht auch diese Kakteen wieder zur Blüte bringen kann. So, da ist aber eh die Frage, wenn wir jetzt da hingehen, das kostet mich ja auch ein bisschen. Und ich habe ja gerade aktuell 9. Und ich müsste dann diesen Weg wieder zurück. Also würde ich jetzt eh gar nicht so viel an Proviant dadurch gewinnen. Ich brauche 10, um hierher zu kommen. Ich glaube, es würde mehr Sinn ergeben, wenn wir an der Stelle den Zauber hier machen. Ich glaube, dass das besser ist. Und wir gehen jetzt in den Kampf rein. So, ihr seht, das ist ein bisschen französisch. Préparez-vous et placez vos unités. Es spricht man das erst mit. Unités. Unitos. Unit. Okay, der Text ist vielleicht noch nicht hundertprozentig übersetzt. Aber Préparez-vous heißt ja, bereitet euch vor und platziert eure Einheiten. Mein Französisch ist ja noch ein bisschen aktiv. Ich bin nahezu fließend, spreche ich Französisch. Also wir müssen quasi unsere Einheiten, ich weiß gar nicht, ob wir die noch, boop, das überhaupt geht. Ich glaube, wir könnten sie einfach tauschen. Hier ist ja auch so ein Pfeil, ne? Wahrscheinlich könnte ich, ja, genau, so könnte ich tauschen. Also da, und ich weiß nicht, hier ist da noch ein Platz, da ist auch ein Pfeil. Aber wir lassen das mal so, wie es ist, aber wir können unsere Einheiten halt im späteren Verlauf, nehme ich an, wenn wir größere Kampfgruppen haben, können wir da auch dann so ein bisschen taktisch miteinander sein. Und wir machen jetzt einfach mal Démarrer le Combat. Und wir kämpfen gegen diese bedrohlich aussehende Wüstenameise. Du hast gerade einen Kampf gestartet. Das passiert, wenn du feindseligen Kreaturen oder Personen begegnest. In Kampfphasen musst du versuchen, deine Gegner zu besiegen, während du den Schaden der Mitglieder deiner Karawane minimierst. So, im Kampf hat jeder Charakter einen Tempowert, der seine Position im Rundenablauf bestimmt. Das würde ich mal so als Initiative übersetzen. Das ist hier eine 6, da eine 5 und da eine 3. Das heißt, diese olle Ameise darf anfangen. Genau, und es gibt den Lebens- und den Schildwert. Die Schilde regenerieren sich am Ende des Kampfes, die Gesundheit aber nicht. Und wenn die Gesundheit auf 0 sinkt, haben wir leider den Charakter verloren. So, das fand ich jetzt total daneben. Einfach eine richtig fiese Attacke. Die hat eine Weakness. Ich weiß nicht genau, was das für eine ist. Und sie hat aber auch Resistance. Da müssen wir mal gucken, was wir nehmen. So, jetzt sind wir dran, unsere liebe Wüstenkobra. Wir haben das Lethargie-Gift. Machen wir jede Menge Schaden. Und machen wir, glaube ich, noch einen Vergiftet-Effekt drauf. Und hier machen wir mit Dorn. Ja, wir gehen natürlich hier auf Lethargie-Gift, ist ja klar. Zack, ist aktiviert. Und jetzt spratzen wir sie mal an. Jawolski. Und jetzt ist ihr Schild auch gebrochen. Und sie taumelt.
Und jetzt können wir mit unserem coolen Elefanten, den ich übrigens fantastisch finde, entweder den neugierigen Blick machen oder wir nehmen den Sturmangriff. Aber ich glaube, das hier ist fast besser. So, und die olle Wüstenwespe. Jetzt, genau, das war der Vergiftungseffekt. Und wir sind jetzt auch direkt wieder dran, weil sie, ich weiß nicht, weil sie taumelte. Kann sein, dass sie eine Runde aussetzen musste oder ihr Initiativewert ist irgendwie runtergegangen. Jedenfalls dürfen wir direkt nochmal und spratzen sie nochmal mit Gift voll. Ja, und das war's. Das haben wir gut gemacht. Sieht sehr charmant aus, das Game, sagt Klukas. Ja, ich mag das auch sehr. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich gestern schon machen. Und dann habe ich aber 4 Stunden Elden Ring gespielt. Riesenspeer zählten zu den Wüstenräubern, die ein Protektor besiegen konnte. Allerdings war diese Konfrontation ausgesprochen riskant. Sollte es ihnen gelingen, ihre Kolonie zu alarmieren, würde sie einige Tage später mit einem Schwarm gefräßiger Insekten zurückkehren. Ab und an war ein Präventivschlag unerlässlich. Ja, die kommt offensichtlich aus einem größeren Schwarm. Und da muss man aufpassen, dass sie nicht ihre Freunde holt. Keine Karawane ist der Fiti anfangs wirklich gewachsen. Oder Fifi, wie man im Englischen sagen würde, aber ich spreche das TH jetzt einfach mal deutsch aus, ist einfacher für die Zunge. Anfangs wirklich gewachsen, allerdings sammelte jeder Karawane Erfahrung, die innerhalb der Gruppe weitergegeben und umverteilt wird. Dafür ist die Traumdeutung recht hilfreich. Klick auf eine Karawane, um Erfahrung zu investieren. So, jetzt können wir entweder Talula oder Kamongo, unserem Protektor, einen Erfahrungsgewinn zuweisen. Protektor klingt jetzt erstmal nach was gut ist, weil der soll uns ja beschützen, deswegen muss der auch viel Erfahrung haben. Der Aufstieg eines Karawaners verbessert seine Attribute und mitunter seine Angriffe und Erkundungsfähigkeiten. Er kann sogar neue Fähigkeiten hinzugewinnen. Investiere die Erfahrung deiner Karawane in dieses Mitglied, um seine Stufe zu verbessern. So, kostet uns hier 10 von diesen Perlen und wir sehen, wir hier so drauf gehen, also drüber hovern, dann sehen wir auch, okay, Stärke, Tempo, Gesundheit verbessert sich und auch unsere Schilde dürften hochgehen. Fähigkeiten, glaube ich, wird da vielleicht nichts Neues kommen, aber wir machen das einfach mal. Ah, doch, jetzt darf ich mir was aussuchen. Guck mal. Ah, cool. Jetzt kann ich mir eine neue Fähigkeit aussuchen. Entweder den Schildschlag. Also, damit können wir jemanden verlangsamen. Wir machen auch noch 13 Schaden. Oder Schild heben. Oh, wir können... Oh, das ist auch cool. Das ist natürlich insbesondere, wenn man tanken möchte, ziemlich cool. Das heißt, wir können uns 31 Schild noch zu holen. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft oder dann nur für die nächste Runde gilt, aber 31 Schild ist schon ziemlich cool, sag ich jetzt mal. Deswegen machen wir das hier. Dann kann er gut tanken. So, und wir haben hier Kräuterheilmittel haben wir auch dabei. Und das ist Talula. Die hat halt dieses Düngen der Felder. Ich frage mich gerade, ob ich hier bei Johnny... Das hatten wir. Das ist Schilde bereit. Das ist aber ein anderer Zauber als der, den wir gerade ausgewählt haben, nehme ich mal an. Genau, das ist Schild heben. Das ist wieder was anderes. Genau, okay. Ja, und das ist Talula. Die hat halt dieses... Das habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Das ist aber auch cool. So, geil. Level up. Und ihr seht, die sind noch nicht ganz durchgeheilt. Aber wir gehen weiter und kommen jetzt hier in so eine fruchtbare Ebene. Ist das nicht wunderschön? Wir sind nur noch bei einem... Also wir haben nur noch ein Proviant, das ist verdammt wenig. Wir gehen mal zu der Herde da. Und fressen uns satt. So, und jetzt haben wir hier den Baum. Und ich mag das Artwork einfach, sieht total schön aus. Hat nicht jeder irgendwann mal davon geträumt, an so einem Baum zu leben? Mit den ganzen... So, seien wir mal ehrlich. Star Wars, Ewoks, so diese ganzen Baumhäuser und so. Hier, das ist doch einfach... Wunderschön. So. Den K zufolge wurde die 7. Karawane vollständig verschlungen und schläft nun für alle Zeit unter dem Sand Uvandos.
Wir Erzähler bevorzugen jedoch stets eine etwas offenere Auslegung. Hatte Tadular unseren Vorvätern ihre Geheimnisse anvertraut, oder war dies nur ein Hirngespinst von Erzählern auf der Suche nach dem Unwahrscheinlichen, das über viele Generationen überliefert und verändert wurde? Nun ist es an dir, die Bürde dieser und vieler anderer Fragen zu tragen. Warum war die Fiti gekommen? Was geschah mit Umama, die Uwando einst Schatten gespendet hatte? Wie könnte das einer hinter uns lassen und das andere neu beleben? Es liegt an dir, zukünftige Generationen zu erleuchten. Viel Glück, Mkar. Bewahre deine Hoffnung, denn nichts wird die Karawanen aufhalten, nicht einmal der Tod. In truth, caravanners could not reach Umama. No one could. These trips were simply meant to expand their knowledge of the world, the Fithi and other tribes. Then, to use homing scarabs to send all these memories back to the Crystal Library. However, as time passed, hope was waning, like nature in the desert. This sacrifice was proving too much. The Makar needed a sign. A sign such as this. We call it a fragment, an ancient artifact belonging to an ancient tribe, destroyed by the Fithi, who would carve their history in stone. If the caravans could find more, we might learn what circumstances created the Fithi, and thus, how to beat it. Neben Umama selbst sind Fragmente die wichtigsten Entdeckungen, die man machen kann. Sie helfen uns, die Ursprünge der Fithi zu verstehen, um diese dauerhaft zu bezwingen. Schmetterlingsgebiet. Das ist es das, wo wir gerade sind. Ja, sehe ich das richtig? Und jetzt können wir eine mit dem Fragment hier eine Kachel aufdecken. Habe ich das richtig verstanden? Dann macht es ja wahrscheinlich am meisten Sinn, diese hier zu nehmen, weil dann können wir danach wieder in drei Richtungen explorieren. So, das ist das Schmetterlingsgebiet. Erinnerst du dich noch an diesen Schmetterling, der von der heißen Flamme unseres Feuers angelockt wurde? Oh ja, sagte er. Lieber eine Sekunde lang erstrahlen, als in den Schatten zu leben. Konnte sich der Schmetterling das überhaupt vorstellen? War ihm klar, dass er den gesamten Wald zerstören würde? Oh, okay, krass. Das hat ja einen Dark Turn noch genommen. Also der Schmetterling fliegt durchs Feuer, fängt an zu brennen und der ganze Wald mit ihm. Dieses Fragment stellt unsere Scholaren vor ein Rätsel. Es ist ein Abgesang auf einen Wald, ohne zu erwähnen, ob dieser ein Pilz- oder Kaktuswald oder etwas Ähnliches war. Eine umstrittene und unwahrscheinliche, durch andere Elemente aber gestützte Hypothese besagt, dass es einen Wald aus Bäumen gegeben haben und Uwando in vorfitischer Zeit mit Stadtbäumen bedeckt gewesen sein könnte. Okay. Alles klar. Ich glaube aber, wenn wir jetzt... Warte mal. Ich dachte, ich kann noch was machen. Ich kann hier aber nicht. Jörg Jansen. Hey, was für eine frühe Freude. Da geht die Büroarbeit gleich leichter von der Hand. Ja, das freut mich. Da stehe ich doch gerne für früh auf. Du befindest dich auf dem Stadtbaum Lekwasi. Hier beginnt deine Reise. Orte wie Städte sind wie geschaffen, um Quests zu erhalten. Die wichtigsten Quests können mehrere Generationen umspannen. Ui. Einst war Uwando von den Ästen des Mutterbaumes Umama bedeckt. Er hatte das Klima, das schließlich die Fithi wurden, durch seine Gegenwart besänftigt. Erst nach Umamas Tod wurde das Land ein von entsetzlichen Stürmen heimgesuchtes Reich des Chaos. Da wir uns im Westen Uwandos bewandten, musste Umama irgendwann östlich von uns sein. Gemeinsam waren wir, die Mkar-Karawane, die Suche nach Hinweisen auf Umama reichte aus, um unsere Reise zu rechtfertigen. Es war schwierig, sich eine Welt ohne die Fithi und ihre hasserfüllten Winde vorzustellen, aber dennoch würde uns die Hoffnung darauf am Leben erhalten. Hilfst du anderen, erhöht sich dein Ansehen, was bedeutende Entdeckungen nach sich ziehen kann. Wenn du fertig bist, kannst du Lekwasi verlassen. Okay, das ist sozusagen jetzt diese Stadt innerhalb eines Baumes, auf einem Baum. Und das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so Wüstengestein, aber das ist tatsächlich dann ja Holz, weil wir sind in einem Baum. Und das mag ich. Das ist ey, wirklich so eine Kindheitsromantik, dass man, ist ja auch so ein bisschen bei Avatar so, oder das gibt es auch bei Horizon, nicht Zero Dawn, Forbidden West, glaube ich, da gibt es auch so ein
Baum, wo Leute leben. Und ich finde das, das mag ich total. Und das Artwork ist cool. Das ist echt schön. So, das Echo von Vogelgezwitscher auf den moosigen, mit Blättern bedeckten Wänden aus wandelnden Schatten hat uns seit alters her vor der Fifi beschützt. Nur Karawaner und Wahnsinnige würden die Rinde von Lekwasi verlassen. Genau, die Rinde von Lekwasi. So, jetzt haben wir hier eine Schnecke. Was ist das? Das ist ja nice. Und der ist auch neu. Sesasako. Sesesako. Und die Schnecki. Die gucken wir uns mal an. Hier kannst du deine Gegenstände verwalten. Bedenke dabei, dass neben dem Gewicht eines Gegenstandes seinen Wert und seinen Nutzen, ja. Du kannst auch die Gesundheit der Mitglieder deiner Karawane überwachen und diese ausrüsten. Okay, das ist Frey. Ein Schneckenmann. Ich bin in Liebe mit dir, Schneckenmann. Das ist ja fantastisch. So, was kann der? Der kann den Todesimpuls und den Panzer. Das Ziel stirbt. Und der Wirker kriegt 26 Schild. Das ist sehr gut. Illusionsfest senkt die Bewegungskosten auf 0. Kann mehr Vorräte, natürlich kann er die Vorräte in sein Schneckenhaus stecken. Der ist neu. Was haben wir hier? Eine Jimbakrit-Wurzel. Ja, können wir eintauschen. Dann, das ist natürlich klar, ein Heil-Dings und so nett. Kann in Läden gegen nützlichere Gegenstände eingetauscht werden. Und Mazerat kann während der Erkundung oder Ereignis verwendet werden, um der Karawane zu helfen. Genau, das hatten wir, glaube ich, gebraucht, um diese ausgetrockneten Kakteen zu essen. Kuschelkebab! Wir wollen uns mal ganz kurz bei Kuschelkebab bedanken, der hier einfach mal 10 Abos in den Club knallt. Vielen lieben Dank, Kuschelkebab, für den Support. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich glaube, ich habe vorhin auch gar nicht erwähnt, dass Dragonlair ein Abo reingeknallt hat. Evil Regal Enya. Du ebenso. Vielen lieben Dank für den Support, Leute. So, was haben wir hier noch? Das ist unsere Karawane. Der war neu hier. Nee, warte mal. Doch. Nee. Der ist neu. Ich nenne ihn jetzt Theto. Wahrscheinlich spricht man ihn Thetho aus, aber mir ist das ist ein 2th TH zu viel für mich in dem Namen. Deswegen sagen wir jetzt einfach Theto. Und was kann der? Ein Wanderlied. Reduziert die Bewegungskosten um 2 für die nächsten 10 Züge. Ja, und er hat einen Beißer, verursacht 100% mehr Schaden, wenn unter 25% ein Verzweiflungsbiss, also alles klar. Oh, okay. Der hat einen Malus, sehe ich das gerade, nekrophobisch. Das bedeutet, die Karawane verliert Hoffnung, wenn dieser weniger als 75% Gesundheit hat. Okay. So, Nebukab, auch dir herzlichen Dank. Dann lass uns mal hier gucken, wie wir weiterkommen mit Quests. So, das ist die Bibliothek, das ist das Questboard. Schauen wir erstmal in die Bibliothek und danach uns das Questboard an. Das ist die Kristallbibliothek. Hier kannst du die zurückgeschickten Erinnerungspunkte gegen Wissen eintauschen, um deine Karawanen zu verbessern. Genau, Nicola, ich versuche es auf jeden Fall morgen hinzubekommen, aber ich kann dir nicht garantieren, dass ich schaffe, aber natürlich probiere ich das morgen. So. Karawane können wir hier verbessern. Gelegentlich brauchst du für die Freischaltung von Wissen eine vorgegebene Zahl von Fragmenten. Alles klar. Schwingungsfreier Sattelbaum, Stufe 1. Wir haben jetzt aber 0 von diesen. Wir haben ein Fragment, aber 0 von diesen Memory-Dingern. Required. Hierfür brauchen wir jetzt einen von diesen Fragmenten und 10 Memories. Also vermutlich können wir die eh alle noch nicht machen. Das heißt, da kommen wir hier später nochmal wieder her. Und dann gehen wir jetzt mal auf das Questboard und gucken uns mal an, was es hier für Aufgaben für uns gibt. Das Echo von Vogelgezwitscher auf den moosigen, mit Blättern bedeckten Wänden aus wandelnden Schatten hat uns seit alters her von den Fithi beschützt. Nur Karawane und Wahnsinnige werden die Rinde von Ners, haben wir gerade schon gelesen. So, warte mal, wo sind denn hier meine Quests? Ist gar keine Quest. Ich dachte, ich kann hier noch was annehmen. Oder sehe ich gerade irgendwas nicht? Keine Quests, oder? Da müssen wir aufbrechen. Unlike tales of past caravans, there was no guard of honor, no ovation, no sacrifice or blessing beyond the usual words. Ach, das mal kurz so, dann seht ihr den Text besser. Came alone, by obligation. The 14th caravan
with just a teller, a botanist, a protector, and an aneromancer, left for the Fethi in total anonymity. We felt as though we were the last. Some would say that we were the first. So, und wieder runter mit mir. Uvando ist riesig und einem ständigen Wandel unterworfen. Die Karte der Region zeigt verlässlich Landmarken an, die du auf deinen Reisen entdeckt hast. Nutze sie, um deine Route zu planen. Das wäre dann hier, okay. Ziele und aktive Quests werden auf der Karte angezeigt, wenn du ihre Position kennst. Aha, wenn es Umama wirklich gab, musste sie im Osten sein. Aber eine Karawane hat viel zu tun, bis sie stark und die Route sicher genug ist, um ihr zu gelangen. Du kannst die Karte jetzt schließen. Dankeschön. Okay, machen wir das so. Musa Venkosi war von Lekwasi gesehen der nächstgelegene Stadtbaum. Da es für die Moral der MK wichtig war, von anderen Bäumen zu hören, wussten Karawanen, dass sie dort gut stets willkommen waren und sich ausruhen konnten. Wir hatten uns seine Lage notiert, da es eine gute Idee sein konnte, ihm einen Besuch abzustatten. Okay. Was haben wir denn hier für Quests? Erstmal Umama suchen und auf dem Weg nach Musa Venkosi. Die ist neu. Das heißt, wir sollen nach Musa Venkosi reisen. So, das ist jetzt hier der Baum. Da brechen wir gerade auf. Das ist die Map und... Ah, okay, hier ist Umama. Das ist dann wahrscheinlich die Hauptquest. Aber das ist das, was wir jetzt auch machen wollen. Da wollen wir jetzt hinreisen. Also leicht südöstlich. Lass uns mal gucken, was haben wir hier? 20 jetzt, alles klar. Zurückgelassene Kiste. Oh, wir können hier alles weglooten. Also, es ist jetzt zwar westlich, aber wir looten das jetzt erstmal weg. Jetzt haben wir nämlich ein Seil bekommen, das kann uns noch helfen. Dann snacken wir mal den Kaktus hier, um wieder so ein bisschen aufzuladen. Haben wir hier noch irgendwas? Ich will ja auch ein bisschen was entdecken. Guck mal, da ist ein Gegner, eine Piratengruppe. Die könnten wir jetzt angreifen, aber die liegt natürlich nicht auf der Richtung. Saurer Regen. Du Scheiße. Die kriegen Schaden. Deswegen machen wir uns mal auf nach Osten. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ah, wir haben 40. Ach, das kriegen wir hin. Wir haben eine Spitzhacke gefunden. Das ist super. Oh, geil, Random Event. Eiskalte Nacht. Der Tag wich langsam der kalten Gesellschaft des Mondes, während ein kalter Wind uns am Feuermachen hinderte. Entweder ohne Feuer schlafen, weiterziehen. Warte mal, also ohne Feuer schlafen. Prozentige Gefahr. Decrease hope a little. Also entweder wir verlieren ein bisschen Hoffnung oder jemand verliert Lebenspunkte. Wir können auch weiterziehen. Dann wird aber unsere Kobra melancholisch. Sehe ich das richtig? Wir können... Ach du grüne Neun. Wir können 20... Ah, okay. Ich habe leider keinen Pyromanten dabei. Ja, jetzt ist die Nacht hereingebrochen. Okay, wir haben keine 20 Rationen, das heißt, die kann ich ja gar nicht dafür ausgeben, oder? Dann würde ich ja sofort auch Lebenspunkte verlieren, weil ich habe jetzt nur 6 von 20. Und dann wäre ich ja bei minus 14 und das würde dann ja auch auf die Lebenspunkte gehen. Von daher ist das ja fast sinnvoller, wenn ich sage, wir machen das jetzt, wir schlafen ohne Feuer. Wir hüllten uns in unsere Decken und rückten eng zusammen, um ein wenig zu schlafen, fielen aber nur in einen unruhigen Schlummer. Als uns schließlich der Tag von unseren Qualen erlöste, waren wir blass und erschöpfter als am Tag zuvor. Wir original einen Tag, ein Schritt davor, leider. Wir sind jetzt auch discouraged, also wir haben nicht mehr viel Hoffnung gerade. Wir sind nicht hoffnungsfroh. Was ist das hier für ein... Da waren wir doch schon, oder? Ja, leere Kiste waren wir schon. So, wir gucken mal kurz.
Da, das ist hier neu, das Seil. Oh, wir können Steine jetzt zerkleinern. Und das Seil gibt uns in gewissen, wahrscheinlich so wie gerade eben, gibt uns einfach eine zusätzliche Option, vielleicht in so random Events. Lass uns nochmal auf die Karte gucken. Ja, wir sind noch ein ganzes Stück entfernt. Wir werden einfach weiterziehen. Und immer die Augen offen halten, ob wir irgendwas Interessantes erspähen. Da ist wieder ein leckerer Kaktus. Oh, und hier ist ein Kampf. Komm, eine Piratengruppe. Das nehmen wir mal mit. Erstmal essen wir hier, oder essen wir den hinterher, den Kaktus? Ne, wir gehen ja dann weiter in diese Richtung. Wir essen den Kaktus jetzt. Und dann machen wir mal den ersten Kampf gegen eine fiese Piratengruppe. So, also, wen haben wir denn hier vor uns? Das sind so komische Echsen. Das ist hier die Oberechse. So, also auf jeden Fall, der sollte ja vorne stehen, das ist gut. Der hat, die haben beide 17 Schild, das wird ja zuerst runtergeballert, das Schild. Der hat auch am meisten Leben und Schnecki, ja, das ergibt schon Sinn, dass Schnecki da ist. Wir lassen mal diese Aufstellung so, wie sie ist. Das ist schon in Ordnung. Und beginnen den Kampf. Ja, der mit dem Blaserohr darf anfangen. Und er kämpft original hier direkt von da hinten. Das ist ja frech. So, jetzt lass uns mal die Initiative angucken. Erstmal sind unsere beiden Nattern dran. Dann sind die beiden fiesen Moor-Sumpfechsen dran. Und dann ist erst Schnecki und Fanti dran. Also, wir können jetzt folgendes mal. Wir können Spott machen. Das heißt, der nächste Angreifer macht 50% weniger Schaden, dann würde es natürlich Sinn ergeben, das auf einen von diesen beiden hier zu wirken. Oder wir machen das Gift. Das finde ich aber zu Beginn einer Runde sehr gut, weil wenn du dann Giftschaden über mehrere Runden ziehst, ist das natürlich sinnvoll. Der macht 14 Gesamtschaden, der hat 20, der hat sogar 25, die haben aber auch 24 Schild. Ich wirke das mal auf den. Noch 10 Schild. So, unsere andere Natter wirft 50% des Schadens auf den Angreifer zurück. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Der hat nämlich auch gar kein Schild mehr, leider, der Freund. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. In dem Fall, der ist jetzt vergiftet. Und er hat 2 Stapel Gift, wenn ich das richtig sehe. Also er leidet am Ende der Runde 3 reinen Schaden für jeden Stapel Gift. Das heißt, er hat 2 Stapel Gift und würde dann 6 Schaden nehmen. Er hat aber noch volle Leben. Dann ist es vielleicht sogar smart zu sagen, wir nehmen den komplett raus erstmal. Er müsste er nämlich dann jetzt eigentlich 4 Stapel haben. Würde dann 4 mal 3, also 12 Schaden nehmen. Probieren wir mal aus, ob die Rechnung so aufgeht. Ja, so ist es. Jetzt hat er 4 Stapel. Schild ist gebrochen und bam, er ist weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also das hat funktioniert. Und jetzt ist endlich Schnecki dran. So, Schnecki kann den Todesimpuls machen. Wir nehmen 18 Schaden. 200% blau. Okay, keiner hat... Ich nehme an, das wird eine... Also dieses blaue Symbol könnte sein, wenn die eine Weakness darauf haben. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber keiner von denen hat eine Weakness auf das blaue Symbol. Wir machen 18 Schaden. Den könnten wir gut rausnehmen. Der ist ja auch als nächstes dran. Oder wir machen den Panzer. Und wir kriegen physische Resistenzen mit dazu. Aber was haben wir denn? Okay, wir haben nur noch ein Schild, aber er hat noch gewisses Leben. Ich glaube, wir gehen in die Offensive. Wir machen das mit den 18 Schaden. Und ich setze das auf den Blastwarboy. Jetzt hat nämlich sein Schild gebrochen und jetzt kann ich hier direkt, wenn ich 13 Schaden mache. Ja, wir machen auf jeden Fall mit neugieriger Blick. Müssten wir eigentlich Schaden machen, aber der Sturmangriff sollte reichen. Der hat noch. Ne, der hat 13. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob er das vielleicht sogar überlebt. Oh, der ist. Warte mal, der ist hier auch gestunt. Ich glaube, der muss eine Runde ab. Warte mal, kann während seiner Runde keine Aktion ausführen. Er hält standhaft, wenn dieser Effekt abklingt. Okay, vielleicht wäre das jetzt smart, weil der jetzt eine Runde nichts machen kann. Der müsste aussetzen, wenn wir auf den gehen.
Mal gucken, ob das stimmt. Also ich gehe mal davon aus, der darf nächste Runde nichts machen. Das heißt, wir gehen erst auf den. Und... das heißt, neugieriger Blick, Sturmangriff und einfach nur 12 Schaden. Wir sind ja nicht hinter dem Ziel. Wir machen mal einen neugieriger Blick auf den jetzt hier. So. Ja, er durfte nichts machen. Fantastisch. Sehr, sehr gut. Das heißt, den nehmen wir jetzt mal raus. Mit einem Lethargie-Angriff. Tschüss. Und die nächste Spratzung. Oh, er ist auch vergiftet, ne? Das ist ein bisschen blöd, aber mal gucken. Sehr gut. Alles klar. So, das haben wir gemeistert. Er hat hier ein bisschen was abbekommen. Jetzt könnten wir uns, glaube ich, das nächste Mal was kaufen. In diesem Baum. Da können wir ja dann ableveln. So, guck mal hier. Wir können jetzt wieder... wir haben 13. Elefanti dürfte eigentlich... ach so, warte. Warte mal. Das hat gar nicht gezählt. Der ist jetzt immer noch auf Level 1. Okay. Der Protektor. Ich würde trotzdem sagen... Erzähler. Ich werde trotzdem den Protektor leveln, auch wenn wir jetzt wissen, was passiert. Aber der ist ja unser Tank und das finde ich schon ganz gut. Und ja, und ich will dieses Schildheben noch nehmen. Das haben wir ja gerade, das hat nicht Bestand gehabt. Das werden wir jetzt aber nochmal machen. So, der kann der einfach gut tanken. So, und jetzt haben wir nur noch 3, glaube ich. Und das heißt, die anderen können wir nicht leveln. Wir brauchen immer 10. Aber das ist total sinnvoll, diese kleinen Encounter mitzunehmen. Weil wir dann einfach auf die Art und Weise levelt. Meteoritensäure kriegt man hier. Plus 1. Finde ich sinnvoll. Oh, das macht Spaß, das hier so zu entdecken, was hier ist. Man muss gar nicht dem Questziel so unbedingt instant folgen. Ich mag, dass man hier auch so ein bisschen rumgucken kann. Die haben wir aufgefuttert. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Aber wir sind ja gar nicht so weit entfernt. Das ist schon nice. Ich mag das Entdecken, den Entdeckungsfaktor hier. Ich werde mehr die Kämpfe suchen müssen. Ich weiß nicht, ob wir hier durch diese Wüste kommen oder ob das vielleicht sinnvoller ist, hier oben lang zu gehen. Können wir mal ein paar Schritte. Oh, das ist ja geil. Wir bemerken am Boden ein Funkeln. Eine vergrabene Truhe. Hatte sie jemand dort versteckt oder verloren? Egal, es war niemand zu sehen, also gehörte sie uns. Wir können das Schloss nicht knacken, weil wir keinen Dietrich haben. Aber wir können es aufbrechen. Kegelförmige Schulterplatten. One Caravan Member loses. Okay, das könnte sein, dass jemand ein bisschen Leben verliert. Aber das machen wir natürlich. Eine Falle. Nein! Irgendwo im Sand löste sich eine Feder und einer von uns wurde von einem Dornstachel getroffen. Die Truhe enthielt zwar Beute, aber der Preis war leider hoch. Schade. Wer kriegt den Schaden? Der Elefant, glaube ich. Naja, aber okay, das war es trotzdem wert. Wir sind bei 17 Öcken. Das ist ein... ah, für den Kaktus brauchen wir Mazarat. Das ist ein geheimnisvoller Schößling. Aber ist das auch ein Geheimnis? Ich meine, wir haben ja Mazarat, aber die Frage ist, ob wir das... ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, aber hab Interesse, mir das anzugucken. Warte mal. Ich glaube, wir... komm, wir holen uns mal das. Ich weiß nicht, was das ist. Also jetzt kann ich doch hier Mazarat benutzen. Warte. Ja. Und was jetzt? Ambrosium habe ich jetzt dafür bekommen. Okay. Jetzt haben wir Ambrosium bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken, was das ist. Also das... oh, warte mal, Kira. Das ist neu. Hier können wir ausrüsten. Ja, das müssen wir erstmal machen. Ganz kurz einmal hier checken. Okay, die Perlenmuschel können wir austauschen. Das ist die Säure. Fügt einem Gegner 12 Schaden zu. Können wir dann einfach im Kampf vielleicht schleudern. Beschädigtes Fell.
Füllmaterial, also ein Crafting-Item oder sowas. So, das können wir jetzt ausrüsten. Plus 4 Wille. Hatten wir nicht irgendjemanden, der so ein blaues Auge... Da, das ist... Wille legt fest, wie geschickt ein Charakter Angriffe ausführt, für die Konzentration und Entschlossenheit erforderlich sind. So, wir hatten doch einen, bei dem hier so ein Auge erschien. Hier. Okay. Der Todesimpuls bei unserer Schnecke. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt sich dann ausspielt. Aber dann sollte ja der hier als einziger so ein Symbol hat, der kriegt das jetzt. Also ziehen wir das mal hier runter auf Accessoires und jetzt hat er das. Und dieses Ambrosium regeneriert 25 Gesundheit. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man das während des Kampfes machen kann. Oder ob ich das jetzt da reinlegen muss, aber ich glaube... ich hoffe mal, ich kann das im Kampf auch nochmal verteilen. Okay, sehr schön. Alex Siemens fragt, hallo, was zockst du? Wir zocken Sandwalkers. Ganz neues Spiel. So, gehen wir durch die Wüste oder gehen wir durch das Land hier oben? Ich würde fast sagen, wir gehen eher so gen Norden. Und was habe ich jetzt hier noch von Weg? Was ist da noch? Achso, das ist ein Kack. Kommen wir bis da 10? Ja, da kommen wir easy hin. Und dann gehen wir nach vorne. Nehmen uns hier diesen Proviant noch. Und, oh, wir haben leider kein Mazerat mehr, meine ich. Oder haben wir noch Mazerat? Ich glaube nicht. Und dort ist Kakteenfeld. Haben wir noch Mazerat? Nee. Jetzt wird uns das hier angezeigt. Oh, guck mal, da können wir kämpfen. Und da können wir uns... Ja, wir snacken erstmal was. Okay. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde erstmal meiner... kleinen... Sesako. Den würde ich jetzt mal heilen lassen. Oh geil, wir haben intaktes Fell. Und zwar... 50% Gesundheit, ja, das machen wir. Muss ich das use? Ah, so geht das, okay. Also, wenn wir jetzt kämpfen, der kriegt das auf jeden Fall benutzen. Und, oh krass, der Elefant. Kann das andere auch bitte benutzen für den Elefanten nochmal? Nein, 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 nein! Oh, ich habe es aus Versehen zweimal auf denselben Charakter gemacht, glaube ich. Oh no. Ah, das ist ein Fehler gewesen. Also beziehungsweise ich habe die Verwendung falsch gedeutet. Weil ich glaube, wenn wir einen Charakter verlieren, ist der eigentlich immer weg. Ist der für immer weg. So, 25%. Wir können das eigentlich normal machen, dann ist der jetzt voll. Das ist ja unser Tank. Und es ist ein Exploration-Game, ne? Also es ist Teil, dass man hier rumsucht und so. Mir macht das Spaß. Ich will den hier gleich besiegen. Aber ich will hier nochmal ganz kurz gucken, was ist das, was in dieser dunklen Wolke noch ist. Ah, hier ist auch noch was. Da brauchen wir Mazerat, das haben wir nicht. Oh, was ist das? Okay, das müssen wir uns angucken. Wir sind bei 14, das heißt, wir gehen an dem Kaktus vorbei und nehmen den auf dem Rückweg mit. Das kostet nämlich 9, das gehen wir erstmal... Oh, hier ist auch noch was. Ah ne, das ist nichts. So, was ist das? Geil. Wir entdeckten riesige terrassenförmige Felder, die von einer beachtlichen Armee von Flaven rasch abgeerntet wurden. Uns schienen zwar nicht alle Früchte reif zu sein, aber sie erklärten uns, dass ein Sturm aufziehe und sie jetzt schon bezweifelt, dass ihre Zahl ausreichen würde, um zu retten, was zu retten war. Okay, geil. Wir können bei der Ernte helfen. Kriegen eine Kaktusfeige, sehe ich das richtig? Wir können düngen. Kriegen wir Datteln? Ja, düngen. Ja, das klingt doch eigentlich ganz smart.
Bewässern. Oh. +2, +2. Oder. Okay, was ist das Smarteste? Ist eine Dattel besser als eine Kaktusfeige? Ah ja, wir haben Botaniker. Also normalerweise, wenn man einen speziellen Skill braucht, um eine Fertigkeit auszuführen, müsste die eigentlich immer besser sein als die Standardfertigkeit. Also bewässern können wir auch ohne einen Botaniker machen. Wir haben aber einen Botaniker in der Gruppe. Also gehe ich davon aus, dass die Dattel mächtiger ist als zwei Kaktusfeigen. Deswegen machen wir jetzt mal das hier. Mit der Hilfe unseres Botanikers gelang es uns, wertvolle Pflanzen neues Leben einzuhauchen, die die Fertiger längst aufgegeben hatten. Geil. Also, jetzt kriegen wir hier eine Dattel. Was macht die Dattel? Karawane erhält 10 Vorräte. Ah ja. Das ist nice. Cool, cool, cool. So. Oh, das ist eine zurückgelassene Kiste. Was haben wir hier? Das ist eine Dattelpalme. Da kriegen wir 12 Leben zurück. Ah, das macht Spaß. Ich mag das. Was? Wieso habe ich die? Ah, okay, ich habe ein bisschen Leben verloren. Der Weg war zu weit. Guck mal, da ist auch noch eine Kiste. Da ist ein Seil drin. Dichtes Kakteenfeld. Da müssen wir ein bisschen die Route auch manuell planen. Hier ist noch ein Kampf. Ich nehme das jetzt alles mit, weil mir das Bock bringt. Und ich kann dann ja auch zurück hier zu diesem Baum. Ich muss gar nicht die Quest direkt verfolgen. Sondern ich kann ja auch wieder zurück zum Standardbaum und dann da halt so leveln oder Sachen kaufen. Hier ist ein dichtes Kakteenfeld. Das kostet uns, glaube ich... Nee, ist okay. Wir kommen da durch. Aber nehmen wir da Schaden? Nee, ne? Nee, okay. So, jetzt haben wir hier die Palme und da ist ein Dings. Okay, jetzt haben wir das Seil gesnackt. Und jetzt gehen wir hier in den Kampf rein, um ein bisschen zu leveln. Gegen so einen Gorgox. So, das ist die gleiche Konstellation, die wir gerade hatten. Und wir bleiben auch exakt so stehen. Ja, und der geht wieder auf den. Das finde ich schade, weil er ist nämlich der Weakling hier. Hat jetzt auch Gift geschnuppert. Aber wir machen das dann genau wie eben. Also erstmal natürlich das Lethargie-Gift. Der ist als nächstes dran. Das ist eigentlich egal. Wir machen exakt die gleiche Kampfesfolge. Und geben ihm Gift. Das hat ja gut geklappt. Wir haben eigentlich kaum Schaden mehr genommen. Er macht das gleiche. Dann könnte der vielleicht schon down gehen. Ja, der wird in der nächsten Runde jetzt 12 Schaden nehmen. Tschüss, das hat perfekt funktioniert. Okay, das er hat irgendeinen Buff gesetzt. Jetzt kommt Schneckimann. Und so, der hat, Schneckimann hat ja, er hat, wir haben ihm mal dieses neue Item gegeben. Das heißt, der macht 26 Schaden, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt könnten wir natürlich auch hier Panzer auf, ich weiß nicht, können wir das auf einen anderen auch wirken? Wenn wir Panzer zum Beispiel auf ihn wirken könnten, wäre das natürlich geil. Wisst ihr was, ich probiere das mal aus. Ich bin relativ zuversichtlich und wir sind in der Nähe des Baumes, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. Ich will einfach mal sehen, ob ich den Zauber hier auch auf den wirken kann. Nee. Kann er nur auf sich selber wirken, oder was? Ja, schade. Okay, dann machen wir den Angriffszauber. Und den wirken wir dann auf diesen Fiesling hier. Weakness 25%. Oh, okay. Ihr seht ja diese Kugel in dem viereckigen Rahmen. Und da hat er eine Weakness gegen, glaube ich. Das heißt, das müsste eigentlich super effizient sein. Dieses, ja, Shield ist gebreakt und er ist K.O. Sehr gut. Das heißt, den können wir ignorieren eine Runde lang und uns auf den konzentrieren. So, wir können jetzt entweder Schild heben. Brauchen wir aber nicht. Wir machen den neugierigen Blick. Schild ist noch nicht geprägt, so, er muss warten. Und jetzt können wir erstmal. Na, er hat kein Shield mehr. Wir machen erstmal ihn platt. So, der wird sterben. Und zack. Shield ist geprägt.
Sehr gut. Und er müsste jetzt auch, also wir machen ihn jetzt natürlich platt, aber der müsste eigentlich so oder so durch seine Vergiftung sterben. Sehr gut. Ein bisschen Erfahrungspunkte und wir kriegen einen gravierten Armreif. Wir bekommen eine schwarze Perle und wir bekommen Fisch. Nehmen wir. So. Jetzt haben wir 9 Dinger noch. Ich werde hier die ganzen Kämpfe, die ganzen kleinen Kämpfe, das ist gut für XP. Wir haben 16, das heißt, ich kann jetzt jemanden aufleveln. Und warte mal, welche von unseren... Das ist Sesako, genau. Das ist eigentlich egal, glaube ich. Ich level mal ihn hier ab. Beziehungsweise haben wir noch ein Accessory. 7 Vorräte. Das hier fehlt. Einer kann auch eingetauscht werden. Also wir leveln ihn ab. Und können uns was Neues aussuchen. Entweder ätzender Schleim. Okay, Schild Desintegration. Das heißt, das ist gegen jemanden gut, der viel Schild hat. Totholzrinde. Das heißt, wir können uns einen neuen Schild zurückholen. Ja, auch nicht schlecht. Defensiv eher. Oder Sklerodermsporen. 12 irgendeinen komischen Schadensart und geschwächt ist das. Okay, der nimmt dann den Status geschwächt ein wahrscheinlich. Also ich mag dieses Gift-Ding ja. Wenn jemand gegen Gift immun ist, ist das natürlich Quatsch. Klaro. Aber die Gift-Attacke, gerade weil wir 2 haben, das ist natürlich dann echt mächtig, wenn das so stackt. Defensiv wäre auch nicht schlecht, Schild, aber das ist auch gut gegen Schilde. 23 Schaden. Ätzender Schleim. Ich nehme mal das hier. Okay. Und dann holen wir uns hier noch ein weiteres Seil. Haben jetzt 13, gehen runter zu... Da ist auch noch was. Ah, da kommen wir nicht rüber, weil hier Wasser ist. Wir nehmen uns diesen Kaktus und dann gehen wir runter zum nächsten Kampf. So. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Der ist nämlich hier leider noch ein bisschen angefriemelt. Aber das schaffen wir schon. So, jetzt. Ach, ah, da kommen wir da rüber. Ja. Die Brücke sah gehoben aus. Okay. Ja, wieder eine relativ ähnliche Konstellation. Wenn der jetzt wieder... Ich tausche einfach mal die beiden hier aus. Weil es kann sein, dass der einfach so eine Programmierung hat, dass er immer den angreift, der hier links ist. Und der hat noch ein bisschen mehr Leben. 2 Leben mehr. Mal gucken, ob das so ist. Nee, er greift immer die Natter da an. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. So, wir fangen an mit... dem Lethargie-Gift. Das hat ja immer super funktioniert. So, er hat jetzt den ätzenden Schleim. Verliert am Ende der Runde 5 Schilde. 23 Schaden. So, was hat der für eine Weakness gegen diese Lila-Geschichte? Und Resistance gegen irgendwas anderes, was wir gerade nicht haben. Es wäre natürlich jetzt eigentlich mal spannend, das auszuprobieren. Wenn wir jetzt das nehmen, dafür haben wir das ja. Das müsste ja eigentlich. Das macht 23 Schaden vergiftet. Ah, okay, das ist eigentlich genau das gleiche. Tatsächlich. Ignoriert Schilde. Nee, also das ist eigentlich. Das ist sogar besser. Ignoriert die Schilde. Nee, das ist besser. Das Gift-Ding. Das heißt, der ist jetzt hinüber. Tschüssikowski. Also das ist schon mächtig. So, jetzt machen wir das gleiche wie eben. Jetzt gibt es hier einmal den Todesimpuls auf ihn hier. Das heißt, der ist jetzt hier schön gestunt und jetzt können wir uns um den kümmern. Wir Schild, den brauchen wir nicht. Wir machen den neugierigen Blick. Tschüss. Und ja, er darf nicht.
Ja, der muss noch einmal hier vergiftet werden. Jetzt hat er einen Stack von... Ah, nur zwei. Ja gut, der ist auf jeden Fall weg. Und jetzt probieren wir mal ätzender Schleim an dem hier aus. Tschüss, geil. Und er ist jetzt eh hinüber, aber wir machen dann trotzdem mal den Todesimpuls. Beschleunigen wir das, sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt wieder jemanden aufleveln. Sind wir da im Wasser gefangen? Lass mal hier was essen. So. Jetzt können wir aufleveln. Wen leveln wir da mal auf? Entweder unsere süße Schnecke. Ja, wir leveln mal die Schnecke auf. So, Erinnerungsüberladungen. Ziel hat kein Schild. Zufälliger Verbündeter. Okay, warte mal. Es macht 32 Schaden. Das Ziel, wenn das Ziel keinen Schild mehr hat, bekommt ein zufälliger Verbündeter 16 Schaden. Aber das, okay, bekommt ein zufälliger Verbündeter des Feindes 16 Schaden. Oder wie darf ich das? Also so wie ich das jetzt hier interpretiere, ist es so, wenn der Gegner, auf den ich diesen Zauber wirke, kein Schild mehr hat, bekommt ein zufälliger Verbündeter dieses Gegners auch nochmal 16 Schaden. Wenn das so stimmt, ist es natürlich ganz gut. So, Mentalsäuberung. Oh, da können wir Debuffs entfernen. Auch nicht schlecht. Haben wir eigentlich noch gar nicht in der Gruppe, dass man jemanden damit debuffen kann. Obwohl ich weiß gar nicht, ob man nur sich selbst wahrscheinlich debuffen kann, ne? Bin ich sicher. Ziel. Oder geschwächter Verstand. 18 Schaden und das haben wir diesen verlangsamt. Tempo wird um 2 reduziert. Also ich glaube, wir nehmen mal das hier. Ich mach mal das. Okay. Den zweiten können wir, den letzten können wir nicht leveln, weil wir dafür noch einen Erfahrungspunkt brauchen. Okay, wir haben noch 16 Essen. Dann gehen wir doch einfach mal hier über diese Brücke zurück. Halten uns mal immer schön in der Nähe des Baumes auf. Und grasen erstmal ab, was hier so ist. Wir sind bei 15. Oh, geil. Wir entdecken eine Gruppe zerlumpter Exilanten. Sie waren mager, erschöpft und in zerschlissenen Gewänder gehüllt. Sie baten uns um Vorräte, um die nächste Zuflucht zu erreichen, ehe sich die Fifi als zu übermächtig für sie erwies. Ja, warte mal. Okay, 30 Vorräte müssen wir dafür locker machen. Haben wir natürlich nicht. Müssen wir leider ablehnen. Es tut mir leid, Leute. Ich hätte es gern gemacht. Aber wir haben ja nichts, ne? Wir haben ja nichts. So, dann lass uns mal weiterziehen. Was? Was? Wir sind zu schwer? Ne, irgendwas ist hier unpassend. Was? Warte mal. Ich bin überladen. Wir müssen dringend nach Hause. Ich habe zu viel Stuff hier. Okay. Eins muss weg. Was snacken wir denn? Granate. Alter. Okay, das ist ja ziemlich cool. Was schmeißen wir mal raus? Ich glaube, wir nehmen mal eine Kaktusfeige. Können wir eine... Habe ich die benutzt? Nee. Kaktusfeige. Warte, Kaktusfeige. Use. Darf ich nicht, weil ich auf 20 bin oder was? Trash. So, jetzt müssen wir dringend zum Baum und gucken, was wir da von austauschen können. Kostet uns 17. Das können wir easy machen. Oh nein, 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 da ist doch noch eine, ist da nicht noch eine Kiste? Aber hier kann ich eh nicht plündern, warte mal. Ne, die haben wir schon verwendet, offensichtlich. Da ist noch eine neue Kiste. Aber das bringt nichts. So, wir sind bei 8 Vorräten. Komm, die nehmen wir uns nochmal eben.
Und jetzt gehen wir zum Baum. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit den ganzen Items machen können. Müsste doch eigentlich gehen, dass wir jetzt... Also erstmal können wir bei der Kristallbibliothek was machen. Aber gibt es hier nicht auch einen Händler? Ich sehe keinen Händler. Okay, nee, das ist... Also in dem Fall gehen wir mal in die Bibliothek. Jetzt haben wir doch... Ah nee, wir haben gar nicht die Memory Points. Ich dachte, wir hätten schon Memory Points. Ich dachte, gibt's einen Händler. Gibt's aber nicht. Quest gibt's auch nicht. Ja, Mist, vielleicht dann erst bei einem anderen Baum. Das bedeutet, wir können diese ganzen Köstlichkeiten gar nicht eintauschen, die ich jetzt dabei habe. Sehe ich das richtig? Mist. Schade. Schade, 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 schade. Kein Händler in Sicht. Okay. Dann müssen wir wieder unverrichteter Dinge losziehen und können jetzt nichts mehr wirklich aufnehmen. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ihr habt alle Kopfschmerzen da draußen. Mensch, das tut mir leid, Leute. Wir können da gegen diesen anderen... Was ist da drin? Oh, ein Dietrich. Ja. Komm, dann gehen wir mal jetzt hier weiter. Und dann gehen wir hier weiter. Snacken noch eine Runde. Und holen uns diesen Dietrich. Den dürfen wir... Sollten wir überladen. Aber das ist nicht so schlimm. Weil jetzt snacken wir das und jetzt sind wir nicht mehr überladen. So, jetzt haben wir hier eine ziemlich fiese Sandwüste. Wir gehen mal hier lang. Oh, oh, oh. Das ist düster. Hier können wir mit Mazarat ein bisschen Vorräte auffüllen. Ich glaube, wir gehen dann wirklich runter zu diesem kleinen Gecko-Kind. Oh, wir hörten ein sanftes Flüstern im Wind. Schließlich erfüllten die Stimme die Luft mit einem ätherischen Gesang. Ihre Sprache war uns nicht geläufig, aber wir wussten, Umama rief nach uns. Entziffern. Increase hope a little bit. Ja, das wäre nicht so schlecht. Oder Gesang annehmen. Okay, das ist jetzt spannend. Wir brauchen ein bisschen Hope, ne? Beides spannend. Wir dachten, wir könnten die Hinweise des Mutterbaums entschlüsseln. Ihr Vertrauen in uns reichte aus, um uns neue Hoffnung zu geben. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Hoffnung. Jetzt sind wir nicht mehr völlig am... Oh, hier ist was Geiles. Okay, cool, cool, cool. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Jetzt können wir doch Mazarat, genau. Sehr gut, sind wir wieder 12. Jetzt gehen wir mal hier hin. Oh, ein Wüstenschiff. Eines Tages überflog uns eine morsche Barke. Das Boot kam unbeholfen vor uns zum Stehen und ein bebrillter Mensch erschien. Da wir mit einem Piratenangriff rechneten, griffen wir nach unseren Waffen. Aber der Mensch winkte uns freundlich zu und fragte uns, ob wir zufällig einer helfenden Hand bedurften. Oh, ja, das ist ja geil. Wir können ihn um Hilfe bitten. Warum? Brauchen wir nicht. Wir können aber mit ihm handeln. Starts Combat? Warum? Okay, handeln heißt im Sinne von Action oder was? Starts Combat, warum denn? Ausrauben. Starts Combat, warum? Okay, warte, warte, warte. Um Hilfe bitten. Decreases hope a little. Okay, ich will jetzt ja das Richtige machen und Übersetzungsfehler vermeiden. Also um Hilfe bitten, decreases hope a little. Das bringt mir ja gar nichts, weil dann verliere ich Hoffnung. Aber warum? Warum? Ausrauben will ich den nicht.
ich verstehe nicht genau, warum handeln, das ist ein Übersetzungsfehler, das muss wahrscheinlich so handeln im Sinne von Take Action oder sowas. Ausrauben, wieso verliere ich dann 20? Er verliert 20, wahrscheinlich. Um Hilfe bitten. Nee, ich mach mal handeln. Wir näherten uns dem Mann, um unsere Waren mit ihm zu tauschen. Ja, siehst du, okay. Als wir näher kamen, stürzte sich auf dem Frachtraum des Schiffes eine Horde Piraten auf. Und so, okay, alles klar. So ist das nämlich dann. Von wegen, das war nämlich dann ein Überfall. Aber die nehmen wir dann mit. Okay, das sind so Feuermagier hier, oder was? Ah, die sind resistent gegen diese Sache, die ich da habe. Okay, habe ich irgendwas zum Heilen noch? Oh, wisst ihr was? Ich zünde die Granate. Das ist doch geil. Kann ich die, muss ich die ausrüsten? Nee, die kann ich die im Kampf zünden? Nee, kann ich im Kampf zünden wahrscheinlich. Ich habe nichts zum Heilen großartig. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber dann mache ich das doch einfach. Fangen wir an. Bitte nicht alle jetzt auf einen. Darf ich anfangen? Ja, geil. Ich darf anfangen. So, was ist denn jetzt mit der Granate? Darf ich die nicht mehr nutzen jetzt? Ach nein. Ah, das ist aber blöd. Okay, der hat 38 Schild. So, dann gucken wir mal. Also wir können Schild-Desintegration, das heißt, er verliert. Der hat 45 Schild. Ich glaube, das wäre ganz gut, gegen den die Schild-Desintegration zu machen. Und dann machen wir, dann wäre der geschwächt. Ne, dann machen wir zusätzlich noch das Gift auf den. Aua. Ja, aber wenigstens nehmen sie... Ja, ihr sollt den Elefanten angreifen. Das ist richtig scheiße von euch. Der Elefant ist mein Tank! Okay, so, was machen wir jetzt? Physische... Oh, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Ja. Das machen wir mal. Jetzt hat er wieder ein bisschen Schild. Und jetzt darf der Elefant ran. So, der Elefant... Der Elefant. Guck mal, die haben eine Weakness auf dieses... Die haben eine Weakness auf diese Attacke hier. Und zwar alle. Deswegen, der sogar 50... Oh, der hat sogar eine 50%ige Weakness auf die Attacke. Ich bin ja natürlich immer Fan davon, zuerst jemanden rauszunehmen, damit die weniger Angriffe machen können. Aber dadurch, dass der eine 50%ige Weakness hat, finde ich, ist das schon eine ganz gute Idee, das mal auf den zu setzen. Ach, kann ich gar nicht. Der ist zu weit weg. Scheiße. Okay, dann kriegst... Warte mal, minus 17. Ach so, minus 3 Schild und minus 14 Leben. Und der hat ein minus 17 Schild. Der ist auch noch... Also wir gehen auf den. Auch der hat jetzt zwar diese Shield Weakness noch an. Ja, ich mach Focus Fire, auch wenn das ein bisschen sein Dings da jetzt ruiniert, aber ist egal. Er hat ja noch diese Weakness auf Schild, ist Desintegration. Schild-Desintegration. Die habe ich jetzt verschwendet, weil der kein Schild mehr hat, aber das ist mir egal. Ich will, dass der zuerst down geht. Und der ist jetzt hier betäubt, das ist fantastisch. Das heißt, den können wir erstmal ignorieren. Und machen stattdessen eine Schild-Desintegration auf den. Und dann machen wir... Kriegen wir den... Nee, wir kommen gar nicht an den ran. Ich mal kurz überlegen. Da machen wir 14 Schaden. Dann ist der in der nächsten Runde... Er wird das nicht überleben. Komm.
Hoffentlich überlebt er das nicht. Ja, sehr gut. Geh mal richtig auf den Elefanten rauf, danke. Ach du Scheiße. Was war das denn? Unsere Natter ist des Todes. Ich hoffe, es ist kein Permadeath. So. Jetzt machen wir mal... Gehen den... Ah, der hat jetzt 2 Gift noch. Das heißt, der macht 6. Dann wird er das überleben. Wir müssen den eigentlich noch ausschalten. Wir haben danach den Elefanten. Und dann ist aber die Kobra wieder dran. Ah, okay. Also da müssen wir... Das ist fast verschwendet, aber es ist einfach nicht schlecht, wenn wir den direkt rausnehmen. Der hat auch kein Schild mehr. Den machen wir jetzt einfach... Ach, warte mal. Wenn das Schild... Wenn der stirbt, kriege ich 36 Dings zurück. Ja, das ist smart. So machen wir das. Jetzt kriege ich hier... Sehr gut. Also der ist jetzt super geschützt. Er hat nur noch 6 Schild. Das heißt, ich könnte auch mein Schild einfach wieder hochnehmen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass sie auf den Focus Fire machen. So, lass mich mal kurz gucken. Der ist... Sturmangriff können wir nicht machen. Wir könnten neugieriger Blick machen. Ich mache aber Schild hoch. Kann ich nur gegen mich selber machen, ne? Was ist los? Schild heben? Warum geht das nicht? Hallo? Ah, geil, ich kann das auch auf den wirken. Oder wie oder was. Oder auch nicht. Hab ich das jetzt? Nee. Okay, das war weird. Naja, okay, die sind jedenfalls ganz gut geschützt. Jetzt müssen wir uns um die hier kümmern. Der hat nur noch 10 Schild. Und hat auch eine Schilddesintegration drauf. Das heißt, wir gehen zuerst auf den. Und machen... Was? Geht das nicht? Zu weit weg? Was ist los? Ich kann nur den machen. Aber okay, wir kriegen den. Dann müssen wir das machen. Der ist sonst zu weit weg. Schild geprägt. Und er ist K.O. Das ist super gut. Das heißt, der ist... Ah, oh, warte mal. Der hat seinen Effekt wieder gelöst. Das ist nicht gut. Also, dann machen wir jetzt den Todesimpuls. Können wir den auf den wirken? Nein. Mega dumm. Können wir... Ah, das können wir laden. 32 Schaden. Ja, komm. Tschüss, sehr gut. Und den machen wir jetzt. Dem geben wir den Rest. Das heißt, wir machen erstmal den Sturmangriff, weil da hat der eine Weakness drauf. Und dann kriegst du... Schilddesintegration brauchst du eigentlich nicht mehr, wir nehmen das Gift. Schild ist geprägt und jetzt machen wir den Rest. So. Und jetzt machen wir mal das jetzt hier. Tschüss. Jetzt ist die Frage, ob der Tod der Natter permanent ist oder ob die jetzt wiederkommt. Wir haben den Bar... Kriegwurzel erhalten. Shit, der ist halt original durchgehend weg. Oh Gott. Wieso durfte ich die Bombe nicht werfen? Unlock Combat Consumables in the Crystal Library to equip them. Ah, okay. Verstehe, ich muss erstmal den Skill dafür ausbilden. Naja. Verstehe. So, wir sind starving. Das heißt, ich habe aber keine Vorratspakete mehr. Wir müssen schnellstmöglich... Habe ich noch Mazarat? Shit, wir sind ja gerade in der Situation, wo relativ wenig zu essen ist. Habe ich Mazarat noch? Nope.
Okay, jetzt haben wir gerade ein Problem. Können wir den nicht aufessen hier? Fuck. Aber wir können es jetzt riskieren und hier ins Unbekannte aufbrechen, in der Hoffnung, wir finden irgendwas. Oh, das ist jetzt gefährlich. Das ist verdorrtes Kaktusfeld. Ja. Wir haben leider keinen... Also wenn ich mich jetzt in diese Richtung weiter bewege, möglicherweise ist hier nichts zu essen. Das ist jetzt eine riskante Geschichte. Wir könnten... Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt das jetzt hier mache, Frühling des Lebens. Senkt die Bewegungskosten auf null. Sind die Bewegungskosten Essenskosten? Oh, warte mal. Das probiere ich mal aus. Das ist jetzt aktiv. Ja. Weiß ich nicht genau, ob das jetzt tatsächlich das ist, was ich gedacht habe, dass es ist. Aber, also das ist original, dass 17% Lebenspunkte verlieren wir dadurch. Scheiße. Aber ja, was soll ich machen? Ich kann nicht riskieren, dass hier nichts ist zu essen. Dann sind wir nämlich komplett mausetot. Das will ich jetzt eigentlich nicht riskieren. Wir müssen natürlich in diese Richtung, also wir müssen nach Südwesten, Südosten. Aber ja, ich gehe da jetzt. Ich weiß nicht, ob wir hier was zu essen kriegen. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Das ist viel zu riskant. Oh, wir hörten ein sanftes Flüstern im Wind. Aber eben haben wir das genommen. Ich mache jetzt mal Gesang annehmen, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Wir öffneten unsere Herzen und legten unser Vertrauen in den himmlischen Gesang. Als er uns erfüllte, schlossen sich unsere Wunden. Oh, und der Wind wusch unsere Haut. Ah. Ja, Hammer. Ein bisschen ein Leben zurückbekommen. Okay, warte, jetzt haben wir irgendwas hier aufgesammelt. Und zwar... Oh, das ist ja aber auch geil. Dafür müssen wir natürlich aber wiederum diesen Skill aktivieren. Jetzt kann ich schwer einschätzen, was hier wirklich geil ist. Wir sehen da ja auch dieses... Seht ihr das? Ja, genau, da über mir. Dieses Waage-Symbol, das natürlich den Handelswert darstellt, nehme ich mal an. Das heißt, da können wir sehen, was wir dann... was wert ist. Das hier hat nun einen Handelswert von 6. Oh, 24. Intaktes Fell, geil. 8, 12. Also der geringste Handelswert ist hier bei dem Ding, bei der Perlmuschel. Deswegen würde ich die, glaube ich, mal rausschmeißen. Dafür müssen wir aber 2 von denen rausschmeißen. Also pro Gewichteinheit ist der Handelswert quasi 3. Und hier ist der Handelswert eigentlich, ja, wo der ist unter 3 sogar. Man muss ja eigentlich pro Kilo den Handelswert rechnen. Und da ich 2 habe, A6, also ist 3. 3 ist der Handelswert pro Kilo, wenn ich mich nicht gerade verpeilt habe. Und dann müsste, da ich zum Beispiel von dem Seil ist der Handelswert geringer. Ah, verstehe. Aber die können wir halt nutzen bei gewissen Quests. Nö, ich bleib dabei. Ich schmeiß einfach 2 von den Perlmuscheln raus. Eine muss ich noch. Weil die haben auch einen, die Seile haben irgendeinen anderen Sinn noch. So. Ich weiß nicht, ob hier noch was Leckeres ist. Wir gehen jetzt aber dahin. Es geht nicht anders. Starving. Gott. Sind wir wieder zu voll? Was habe ich jetzt wieder?
und beschädigtes Fell. Ja. Wir haben 62. Komm, dann mache ich die letzte Perlmuschel noch raus. Scheiß drauf. Oh, da ist Mazarat. Das ist wichtig. Das Mazarat ist wichtig, weil wir damit diese toten Bäume fressen können in der Wüste. Deswegen... Oh, Manometer, ey. Das ist gar nicht so einfach. Hier ist kein Händler, das ist total blöd. Oh, geil. Was ist das? Oh. Der erscheint mir massiv mächtig zu sein, diese Piratengruppe. Das wollen wir aber machen, oder? Klar machen wir das. Ich bin neugierig. Das könnte natürlich auch unser Ende sein, aber ey. So, wir brauchen das Mazarat. Und schmeißen jetzt dafür, wir sind bei 66. Ich glaube, wir schmeißen mal ein Seil raus. Und dann schmeißen wir... Ich schmeiß noch ein Seil raus. Ein Seil müssen wir behalten. Weil das halt ein Questgegenstand auch sein kann. So, was passiert, wenn wir jetzt hier nach Hause gehen? Kriegen wir dann wieder unser Essen vollgefüllt? An einem friedlichen Abend sahen wir in einiger Entfernung ein Schiff der Nebelwiesen durch die Wolken brechen und mit verstörender Langsamkeit am Boden zerschellen. Dem ersten Schiff folgte eine ganze Flotte, große Schiffe, teils in Flammen, die von kleinen Barken bedrängt wurden. Es war unmöglich, von unserer Position aus einzugreifen, aber wir mussten etwas unternehmen, um nicht als Kollateralschaden zu enden. Shit. Den Überlebenden helfen können wir nicht, weil wir keinen Hydromant haben. Schnell plündern und fliehen. Wir kriegen einen Dietrich. Alles plündern. Rauchgranate. Aber die Nebel... Verlieren wir da bei den Nebelwesen? Ja, ich glaube, wir fliehen. Wir können eh nichts schleppen. Wir fliehen einfach. Wir dachten nur daran, der Gefahr so fern wie möglich zu bleiben, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, damit wir nicht ausgerüstet waren. Exakt, so ist es doch. So, ich wollte einmal nach Hause gehen, bevor wir sterben. Können wir uns hier mal bitte das Essen auffüllen? Oh, wir haben sogar 5 Memory Points, aber es reicht nicht. Das günstigste ist 10. Okay, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen zu schlecht, zu feige angestellt. Weil ich kann jetzt hier nicht meine Nahrung auffüllen. In diesem Baum. Huch. Wir müssen aufbrechen, das heißt, wir sind am Ende jetzt. Wir können da hingehen. So, müssen wir das... Ja, Mazarat. Okay, fuck. Ach, das ist... Wir können doch nicht jetzt gegen den Typen kämpfen hier. Wir haben ja gar nicht genug Lebenspunkte. Okay. Also. Wir können nur hoffen, dass wir noch irgendwas zu essen finden. Ja, ich glaube, das ist ein massives Problem, was wir gerade haben. Wir haben auch keine Heil-Items oder so. Also das Ganze ist ja roguelike, ne? Also es ist durchaus möglich, dass wir sterben. Weil die Lehre, die wir jetzt ziehen, ihr seht schon, ab einer gewissen Distanz, da gibt es halt auch einen Totenkopf. Das heißt, das schaffen wir gar nicht mehr. Die Lehre, die ich daraus ziehe, ist natürlich, ey... Man muss eigentlich immer vorwärts gehen. Man darf nicht stehen bleiben. Die Frage ist,
Wollen wir lieber am Kampf sterben? Wenn wir eh sterben müssen? Vielleicht gar nicht so schlechte Idee, oder? Das können wir ja nicht schaffen. Wie soll das gehen? Fuck. Die sind alle halb tot. Und der würde den Weg gar nicht schaffen. Die kleine Natter ist eh tot. Die kleine Natter, ich müsste zu zweit in den Kampf gehen. Wer weiß, wie viele Leute. Das ist ja eine richtige Burg. Nein. Wir sind am Ende, Leute. Das werden wir nicht überleben. Mist. Ich hatte die Hoffnung, dass hier noch irgendwas ist. Ich probiere mal was. Aber warte mal. Ich probiere mal ein letztes. Nee. Ich habe gedacht, die kann man jetzt vielleicht essen. Nope. Ja, von wegen, ja. Ja. Wir haben halt nichts zu essen. Der andere Heini ist gleich über. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, ja. Das ist es. Das war's. Wir verlieren jetzt unsere Natter. Da kommen wir natürlich nicht hin. Okay, nächstes Mal müssen wir schneller nach Osten aufbrechen. Das habe ich jetzt verstanden. Wir sind jetzt einfach in einer kompletten Todesfalle. Ich will im Kampf lieber sterben als auf der Wanderung. Oh, scheiße. Kacke. Scheiße. Ja. Ja. Ist leider zu spät. Jetzt haben wir auch noch original die schlechteste Initiative. Elefanti kommt nicht mal wirklich zum Zuge. Elefanti, kannst du eigentlich das Schild auch jetzt auf dich selber heben? Ich weiß es nicht. Geht nicht. Ach doch, warte. Ah. Okay, warte mal. Der nächste eingehende Angriff wird auf den schützenden Verbündeten abgelenkt. Das geht ja nicht. Ja, wir wollen noch ein letztes Gefecht bieten. Das wird leider kein Spaß werden. Schade. Was hat der für Resistenzen hier, der Johnny? Feuer. Okay, die haben diese Weakness. Der hat gar keine Weakness, der hat eine Weakness. Und die haben auch original eine Resistance gegen den Sturmangriff. Nehmen wir den einfach aufs Korn. Tschüss, das war's. Nein, Fanti, nein! Fanti! Nein! Fanti! Oh, er hat's noch überlebt. Ich bin begeistert. Fanti ist immer noch am Start. Sind noch geschützt. Fanti Attacke! Shield Break! Er kämpft wagemutig und tapfer. Shield Break! Oh, Fanti! Fanti lebt noch! Ein letzter Angriff. Ich finde, wir, also
Ich finde, wir sollten noch einen mit rausnehmen. Ja, wenigstens einen haben wir jetzt von dieser Piratenbrut. Nein! So endete die Geschichte unserer Karawane. 10. Okay. Aber das ist ganz cool. Jetzt weiß ich das nämlich, wie das. Es ist ja eingepreist, dass man verliert, ist ein Roguelike, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich wäre nicht gut in Videospielen oder so. So, und jetzt geht das hier nämlich los. So, und das ist hoffentlich ein permanenter Erfahrungsgewinn. Maximales Gewicht 10, Erfahrungszuwachs, das können wir uns nicht leisten. Ölstein, Gesundheitszuwachs. Ja, das finde ich schon ganz sinnvoll. Ich will aber... Oh, maximale Vorräte, das ist auch sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Wo ist denn jetzt diese Tasche, mit der ich meine Sachen ausrüsten kann? Da. Schaltet Kampfverbrauchsobjekte frei. Okay, da muss ich aber erstmal hier Punkte investieren. Mehr Schaden, mehr Schildzuwachs. Maximal, also das ergibt voll Sinn, die Vorräte zu erhöhen. Weil ich verschwende total viel. Das nehmen wir jetzt. Das ist einfach wichtig. Jetzt kann ich wahrscheinlich 30 oder so tragen. Okay. So, und jetzt kann ich mir nämlich neue Charaktere aussuchen. Das ist ja interessant. Also, wen haben wir denn hier? Seti, Shah und Tadi. Was können die denn? Sturmangriff. Er leidet 5 Reihen Schaden am Ende. Dolchspiel. Spurensuche. Oh, erhöht das nächstgelegene Feld mit Vorräten. Das ist natürlich auch ganz geil. Gezahntes Chitin. Und der Brandpfeil. Und dann haben wir ihn hier. Entfernt Sand. Okay. Vielleicht für so Dünenfelder, weiß ich nicht. Ja, ich nehme jetzt mal den hier. Und als... Oh, wir können wir hier wieder Fanti nehmen. Fanti ist eigentlich ein super Tank gewesen. Der ist auch cool, weil der hat, finde ich, ganz gute Angriffe. Aber ich nehme Fanti. Weil der ist mit dem Gift halt auch sehr, sehr geil. Das Gift-Ding ist schon mega. Aber der hat halt sehr wenig Leben. Und der tankt halt einfach besser. Dann nehme ich den. So, und... Ah, jetzt kann ich nochmal Gift... Oh, guck mal, die sind neu. Verbrennung. Okay, Feuerschaden und gefräßiger Ehrgeiz. Verzehrt und verwüstet fruchtbares Land. Warum sollte ich das machen? Das ist ja voll destruktiv. Und der hier noch. Dolchspiel und Sturmangriff. Genau. Ja, also... Ich mag dieses Gift-Ding total. Aber wir hatten den hier noch gar nicht. Ich nehme mal den neuen Charakter. Und... Windklinge. Ja, okay, aber jetzt nehme ich den. Der ist cool. Und dann nehmen wir den. Nee, der ist schon cool. So. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns einfach wieder auf die Reise machen. Und jetzt bin ich natürlich deutlich schlauer. Okay, 25 Nahrung können wir nehmen. Deutlich schlauer. Und jetzt werde ich so einen kleinen Bogen fahren. Und dann... Jetzt haben wir auch noch ein paar Heiltränke und so. Ich bin jetzt einfach viel klüger. Wir werden ein paar... Genau, da müssen wir hin. Ich werde jetzt so einen kleinen Bogen um den Baum schlagen, ein paar Erfahrungspunkte vielleicht mitnehmen und dann gehen wir direkt nach Osten. So, gehen wir erstmal hier hin. Was habe ich bekommen? Splitter. So. Noch mal ein bisschen nach Süden. Aber essen wir das vorher? Nee, ich lasse den mal für die Rückreise da stehen.
Da komme ich gar nicht rüber. Oh. Oh, guck mal hier. Ich kann den Absturz bremsen, weil ich... Warte. Da. Ein Protektor in der Karawane habe. Ja, Absturz bremsen, aber sowas von. Das Schiff machte eine Notlandung, die von seinen Passagieren als Wunder gepriesen wurde. Sie schenkten uns einen ihrer wertvollsten Gegenstände und schworen, die Geschichte dieser Heldentat zu verbreiten, wo auch immer sie Zuflucht finden würden. Also haben wir unser Ansehen jetzt gesteigert. Glaube ich. Da ist was zu essen, das holen wir uns. Hier kommen wir auf die andere Seite. Oh, da ist was Spannendes, das holen wir uns. Was ist das? Strandpiraten, ach so. In einer dunklen Nacht erregte ein Licht unsere Aufmerksamkeit. Als wir uns ihm vorsichtig näherten, erkannten wir, dass es sich um ein Feuer auf einem verfallenen Turm handelte, einem Leuchtturm der Nebelwesen, der Schiffe in vermeintlich sichere Gefilde lotste. Allerdings war das Feuer nichts weiter als eine Falle von Strandpiraten auf der Suche nach Beute. Okay, das heißt, wir können abhauen und uns der Situation entziehen, was wir natürlich nicht machen. Wir können die Piraten angreifen. Oder wir können einfach das Feuer löschen. Wir kriegen so oder so Respekt, R-E-S-P-E-C-T, aber ich bin... Das können wir machen, ach, weil ich den Pyromanten dabei habe. Kann ich einfach das Feuer löschen und dem Kampf damit ausweichen. Und wir kriegen trotzdem die fette Belohnung. Die Frage ist, wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen Erfahrung sammeln, um die Charaktere aufzuleveln. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht dumm, wenn wir jetzt den Kampf trotzdem mitnehmen, um die Erfahrung zu holen. Wobei der murmelnde Schädel auch interessant ist. Den kriege ich nämlich nur, wenn ich das mache. Plus 3 Beweglichkeit, plus 3 Intelligenz. Ach komm, den will ich haben. Mit den Geistern und Gasen der Luft erzeugte unser mächtiger Pyromant in den Flammen eine Falle. Der Falle eine gewaltige Explosion. Da sie ohne Zweifel glaubten, von einem Djinn attackiert zu werden, griffen die Piraten panisch die Flucht und ließen ihre Ausrüstung zurück. Okay, das heißt, wir haben jetzt irgendwas Geiles. Oh, guck mal, da ist wieder Lapis Lazuli. Das kennen wir doch, das Material. Das hat einen sehr hohen Wert, 32 Handelswert. Plus 6 Intelligenz. Was haben wir denn für einen, der... Haben wir denn irgendjemanden, der überhaupt Intelligenz in irgendeiner Form benötigt? Vielleicht der Pyromane? Also am ehesten so ein Pyromant, würde ich sagen, aber... Oder er hier. Die erweitertes Wissen oder besondere Überlegungen erforderlich sind. Ja, ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden von denen jetzt wirklich relevant ist. Aber ich würde fast sagen Pyromantie. Wenn, oder? Ist auf jeden Fall ein mächtiges Item, was wir da jetzt haben. So, jetzt brauchen wir was zu essen. Das holen wir uns da. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Oh, Sternschnuppen. Eines Nachts sahen wir zahllose Sternschnuppen am Himmel. Wir trafen in jener Nacht auch einige kanikische Reisende, die in großer Sorge waren, wenn sich die Gestirne veränderten. Würden sie möglicherweise von ihrem Weg abkommen. Okay, wir können das versuchen zu erklären. Oder wir können... Oh, geil. Die Karawane verliert Hoffnung, wenn dieser Karawaner weniger als 75% Gesundheit hat. Das ist ein dauerhafter Malus, oder was? Der hat dann nekrophobisch als Malus und geht das Ding irgendwann mal weg. Wie wichtig sind uns denn so Nette? Nee. Okay, wir erklären ihn das.
Ich wollte nicht, dass mein Elefant jetzt einen dauerhaften Malus mit sich rumschleppt. Oh, wir haben wieder schöne Sachen gefunden. Und gehen jetzt hier wieder zurück. Oh, wir entdecken eine Gruppe Zerlumpen. Haben wir nicht. Ja, können wir leider nicht. Vielleicht später mal, wenn wir mehr Nahrung schleppen können. So, dann gehen wir da, holen uns hier geilen Scheiß. Und dann gehen wir hier über den Kaktus. Oh, warte, ist da irgendwas aufgeploppt? Ne. Wir können jetzt hier in die Wüste rein, aber ich hatte ja gesagt, wir wollen jetzt diesmal versuchen, ein bisschen schneller in Richtung Questgebiet zu kommen. Wir haben jetzt 16... Das haben wir doch schon gemacht, ja, oder nicht? Haben die uns hier irgendein Kartenstück revealed? Also das auf jeden Fall. Aber wir gehen nicht Norden. Wir machen jetzt mal die Story, die Quest ein bisschen voran. Was kostet mich das? 12 Nahrung und dann kriege ich 10 zurück. Ja, ich glaube, das ist ein Tausch, den wir eingehen. Müffel, Müffel. Dann gehen wir jetzt einfach da über die kleine Herde. Da kriegen wir auch ein beschädigtes Fell. Ambush-Chance 5%. So, da brauchen wir Mazarat, haben wir nicht. Mazarat haben wir nicht. So, ich glaube, wir gehen da lang. Und ja, da ist wieder irgendwas. Oh, hier können wir einmal kämpfen. Das machen wir. Die Erfahrung nehme ich mit. Oh. Wurde unsere Hand wirklich von zukünftigen Generationen gelenkt? War es nicht vielleicht einfach aufzugeben? Jede Geschichte endet früher oder später. War das so falsch? Brauchte die Welt wirklich Zeugen? Was? Dunkle Gedanken? What's... Oh, wie ich desperate bin? Was ist los? Schweigend weiterziehen? Es schien erforderlich zu sein, innezuhalten und über die Zweifel zu sprechen. Die Pause tat uns gut, aber wir fanden keinen Weg aus dieser Spirale der Negativität. Unsere Lage war in der Tat verzweifelt. Nee, das ist doch gar nicht so. Das ist doch eigentlich alles gut. Wir kämpfen jetzt gegen diese unsäglichen Lizard-Boys. Hatte ich eigentlich Towel, 7170 und Mullemara herzlichst gedankt. Vielen Dank. Bitte einmal die Aussprache für Lapis Lazuli googeln. Das hat mich gerade richtig geschüttelt, sagt Mulemara. Ja, es gibt eine neue Aussprache für Lapis Lazuli und das wurde festgelegt vom Komitee für ungewöhnliche Baustoffe und das ist die offizielle neue Aussprache des Lapis. Musst du wirklich mal googeln, Lapis Lazuli. Man könnte auch, früher hatte man Lapis Lazuli gesagt, aber das ist falsch jetzt. So, wir kämpfen die... Was? Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Wieso darf ich nicht nutzen? Shoot, ich darf es nicht innerhalb des Kampfes nutzen. Oh no. Oh no, ich verliere original meinen ersten Charakter, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh, das ist eine Riesensauerei. Ich kann das nicht mehr einsetzen jetzt im Kampf. No. Warum? Was ist denn mit ihm geschehen? Warum ist er denn so tot? Ich glaube, ich muss ihm das mal wieder wegnehmen. Nicht, dass der damit stirbt. Warum ist er denn... Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Warum? Was ist denn mit ihm geschehen? Oh no. Ah, das ist ja so ärgerlich. Oh, warum kann ich das nicht mehr benutzen? Was hat er denn? Oh, das kann einfach... Kann ich den irgendwo weg nach hinten setzen?
Ach, shit. Oh, ich hoffe, er wird nicht angegriffen. Aber der ist ja schon tot, also. Jetzt fällt er jetzt direkt um, oder was? Ach, grüne Neuner. Gibt's irgendeine Chance, dass ich den Johnny hier rette? Ich weiß es nicht. Feuerdrohnenranke. Ach, du grüne Neune. Was soll das denn? Hat er irgendeinen Buff angehabt? Brandpfeil. Das ist ganz gut. Ziel hat ein Schild. Oh. Gezahntes Chitin. Also da machen wir richtig Schaden. Haben die irgendwelche... Nein. Keine Nennenswerten. Oh, der hat eine Resistenz. Doch, die haben die Resistenz. Leider. Dann nehmen... Ah, okay. Das ist ja echt blöd. Ich weiß nicht genau, ob das... Nee, die haben alle diese Resistenz. Den darf ich nicht. Dann machen wir lieber den Feuerpfeil. Ehrlich gesagt, wollte ich den anderen nehmen. Das war dumm. Egal. So. Ich nehme jetzt das. Neugieriger Blick. Ja, sehr gut, er ist down. So, was mache ich jetzt mit dir? Reduziert Hoffnung. Also wenn ich jetzt irgendeinen Buff hier drauf habe, dass Schaden zurückgeworfen wird, habe ich natürlich ein massives Problem. Aber wir gehen jetzt auf den. Please, please, please. No! No, 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 no. Okay, wir haben es aus irgendeinem Grund überlebt. Frag mich nicht wie. Wir machen das. Schild ist geprägt. Tschüss. Es lebt nur noch Heinmück. Und jetzt machen wir mal. Wie viel Schaden machen wir? Damit machen wir weniger Schaden. Er kriegt aber am Ende der Runde nochmal mehr Schaden. Der hat natürlich die krassen Resistenzen drauf. Okay, dann machen wir jetzt. Gehen wir auf 13. Das ist schon besser. Shield ist geprägt. Und jetzt brauchen wir einen richtigen Hammerangriff. Und er ist auch übrigens. Ja, das reicht. Wow! Ich weiß nicht, warum wir, aber unser Pyromant hat überlebt. Das ist die bestmögliche Nachricht, die wir gerade hier haben. Jetzt müssen wir mal ganz schnell mal hier in die Kiste greifen. Und... Oh, er hat es geschafft. Ho! Huiuiuiuiuiui, okay, okay. Und, dann machen wir noch... Nicht, das ist jetzt wieder der falsche... So, das, zack, zack. Und er kriegt auch nochmal... Was? Achso, ja. Benutzen. Ich weiß nicht, was mit dem Pyromanten war, warum der so viel... So, wir können leveln. Wir haben jetzt ja schon diverse Level gesehen. Von ihm haben wir gesehen und vom Elefanten haben wir gesehen. Also entweder leveln wir mal den Char. Banu hatten wir ja schon gesehen, was der so kann. Oder halt unseren Pyromanten.
Der wäre jetzt ja fast gestorben, aber wir gucken uns mal an, was der so kann. Vielleicht wird der auch wieder das Leben dann aufgefüllt. So, Feuermantel, Feuerresistenz. Okay, da ist... Oh, Feuerresistenz erhöht sich auf über 50%. Das ist eine passive Fähigkeit, das ist gar nicht schlecht. Nehme ich mal an, dass sie passiv ist. Das ist natürlich super. Nur gegen Leute, die Feuerschaden machen. Aber dafür sollte die eigentlich permanent sein. Selbstverbrennung. Warte mal. Ich kann 21 Gesundheit zurückbekommen. Warte mal ganz kurz. Ich mache 24 Schaden und bekomme auch noch 21 Gesundheit zurück. 24 Schaden und dann, okay, das ist halt dieser Gehirnbonus. Ja, aber das ist ja voll geil. Nee, das ist ja ultramächtig. Und dann müssen wir jetzt aber dadurch, dass das so ein Gehirn-Spell ist, müssen wir natürlich jetzt auch wieder tauschen. Dann braucht er natürlich diese supermächtige, ja, das ist ja geil. Und zwar haben wir jetzt da. No, Alter, jetzt, okay, wir kriegen 39 Gesundheit. Das müsste jetzt eigentlich damit. Warte mal, ich guck mal, ob das sich fast verändert. Wenn ich das jetzt rausnehme, sind es 21 Gesundheit. Und wenn ich es wieder reinsetze, geil. 39 Gesundheit, das ist ja richtig Hammer. Okay, das ist voll gut. Hat das einen Cooldown oder so? Das ist ja voll mächtig, das Ding. Sehr schön. Damit kann ich gut leben. Dann können wir direkt den nächsten Kampf machen. Wir haben 20 noch Nahrung, dann sparen wir uns die Nahrung auf. Und nehmen hier... Oh, was ist das? Piratengruppe. Probieren wir unser Glück. Oh, das ist wieder diese Geschichte hier. Okay, das lassen wir genau so. Dann fangen wir an. Ja, geh ruhig auf den Elefanti. Das ist nicht so schlimm. Okay, dann let's go. Erstmal das Gift. Ja. Wir machen jetzt den neugierigen Blick. Die haben... Ah ne, ja doch, das ist deren Weakness. Das ist super. Dann machen wir den neugierigen Blick. Der ist hinüber. Das gefällt mir außerordentlich gut. Dann machen wir jetzt mal das gezackte Chitin. Shield ist geprägt. Er ist erstmal außer Gefecht. So, und jetzt probieren wir das direkt mal aus, diesen neuen Spell. Selbstverbrennung. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Das ist ja voll geil. Ah, das ist ja voll der supermächtige Spell. So, der ist jetzt auch hinüber. Dann machen wir auf ihn mal das Lethargie-Gift. Tschüss. Das ist fantastisch. Und jetzt können wir den komplett zerstompen. Jetzt gehe ich sogar mit mehr Leben aus dem Kampf raus, als ich vorher hatte. Weil die Schilde regenerieren sich. Das ist ein super Spell für diesen Pyromanten. Und wir können direkt in den nächsten Kampf rein, aber erstmal müssen wir einmal jemanden noch upgraden. Für den haben wir auch noch keinen Level Up gesehen, also die anderen kennen wir jetzt ja schon. Deswegen nehme ich jetzt diesmal den hier. Und wir können die in den Harpunenpfeil machen, offene Wunde, mehr Blutenschaden, okay. Spaltpfeil trifft zwei Ziele für 16 Schaden. Das ist interessant. Oder der Halbmondpfeil. Hinter dem Ziel. Ja, da ist halt die Frage, kann ich mich denn überhaupt hinter das Ziel bewegen? Ergibt das überhaupt Sinn?
Das, also warte mal, wenn das Ziel stirbt. Ah, okay, jetzt check ich das. Wenn das Ziel stirbt, bekommt jemand, der hinter dem Ziel steht, noch 12 Schaden. Das ist ein guter Finisher dann natürlich, ne? Aber ich mag auch den Effekt. Die Frage ist blutend. Haben wir überhaupt denn irgendwas, was blutend noch macht? Spaltpfeil ist auch nicht schlecht. 16 Schaden. Auf 2 Leute. Ich nehme aber das hier mal, den Harpunenpfeil. Und was haben wir noch? Irgendwas Neues? Kaktusfeil und Dings. Okay, dann nehmen wir direkt den nächsten Kampf. Das ist ein Doppelpiratenlager hier. Ja, und dann direkt let's go. Ey, lass meinen Elefant in Ruhe. Schwein. So, wir machen den üblichen Ablauf. Das können wir hier eigentlich mit denen ganz gut. Neuner, okay, der wurde eben gebufft. Dann machen wir den neugierigen Blick. Shield Break, der ist jetzt erstmal ein bisschen K.O. So, jetzt machen wir den Harpunenpfeil. Ah, die haben Resistance leider. Aber ist egal, ich probiere das mal aus. Der ist ja. Jetzt hat er das. Mehr Blutenschaden. So, wir sind voll. Wir müssen das noch nicht machen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal. Das ist, was ich nicht checke. Der macht genauso viel Schaden. Ach, reduziert Hoffnung. Okay, das ist der Preis. Wahrscheinlich muss ich dann die Hoffnung. Alles klar, ich verstehe. Das ist der Preis, den ich zahle. Meine eigene Hoffnung wird dadurch verringert. Okay, ja. Das heißt mal so. Hör auf, Schwein. Der müsste hoffentlich sowieso sterben. Ja. Oh, was? Der hat noch 2? Nee. Scheiße. Okay, dann. Das ist ärgerlich. Aber ich bin danach dreimal dran. Das heißt, wir machen erstmal den. Und. Habe ich nicht diesen Doppelschaden? Nee, den Doppel habe ich gar nicht genommen, ne? Mist. Ich hab den hier genommen. Das ist ärgerlich. Dann machen wir jetzt. Ist eigentlich total egal, wie tot ist. Und er ist jetzt eh hinüber. Das heißt, für den machen wir jetzt einmal das. Tschüss. Okay. Das haben wir gekriegt. Eine Rauchgranate und eine Perlenmuschel. Und wir können wieder jemanden aufleveln. Und diesmal leveln wir Fanti auf. Und Fanti nimmt das hier. Der nächste, aber das, warte mal, der nächste eingehende Angriff wird auf den schützenden Verbündeten abgelenkt. Den schützenden Verbündeten. Naja. Ich habe das, glaube ich, falsch interpretiert. Ich krieg dann zwar 31 Schild dazu, aber das bedeutet ja auch, dass der Angriff dann halt auf eine andere meiner Figuren abgelenkt wird. Und eigentlich ist er ja der Tank. Aber egal, machen wir trotzdem. Falls es ihm mal nicht so gut geht, können wir ihn dadurch retten. So. Jetzt müssen wir gleich wieder irgendwas rausschmeißen. Können wir eigentlich speichern? Oh ja, wir können speichern. Sehr schön. Ihr Lieben, das ist Sandwalkers. Wir machen an dieser Stelle Pause, weil ich jetzt drüber muss ins Studio für das EM-Studio. Sandwalkers ist gestern rausgekommen. Ihr kriegt heute noch 10% Rabatt auf den Preis von 19,99 €. Also könnt ihr noch ein bisschen was sparen.
wenn euch das gefallen hat, ihr könnt das hier über meinen Link einfach anklicken im Chat oder ihr geht bei mir auf Twitch auf das Panel. Ausrufezeichen Sandwalkers im Chat. Und ich muss jetzt mal sagen, dass mir das echt überraschend viel Spaß macht. Ich wusste gar nicht genau, wie sich das Spielprinzip so entfaltet. Aber das ist wirklich nice, weil ich mag die Welt, ich mag so dieses System, dass man mit seiner Karawane so rumläuft und man hat diese Herausforderung, dass man immer genug Nahrung braucht, sonst stirbt man halt auf dem Weg. Und das Zweite ist, dass man sich halt die ganzen Schätze sucht. Die Random Events finde ich super, dass immer irgendwas passiert, auf das man reagieren muss. Und wenn man dann die nötigen Skills oder Ausrüstungsgegenstände hat, hat man Optionen, die man sonst nicht hat und so. Das ist mega nice. Und dass man dann diese kleinen Kämpfe hat, wo man seine Erfahrung aufwerten kann, um sich dann halt ja, neue Level zu holen. Und Ziel ist es eben, dass wir am Ende halt, also beziehungsweise erstmal hier hinkommen und dann da hinkommen. Und wir sind noch nicht mal in der Nähe, weil wir jetzt erstmal hier alles mitnehmen, was es da so gibt. Also es gefällt mir wirklich gut. Wir haben jetzt natürlich zu Beginn sehr oft die gleichen Kampfkonstellationen gehabt, weil wir natürlich immer zu Beginn hier am Anfang das Gebiet rumlungern. Aber ich glaube, da wird es auch noch sehr viel mehr Variantenreichtum geben. Also wirklich eine freudige Überraschung. Hat echt Spaß gemacht. Und ich würde es auch noch weiterspielen, aber ich muss, wie gesagt, zum EM-Studio. Genau, also das war Sandwalkers. Vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich über Feedback. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.